Okay, nächstes Spiel. Dabei wollen wir so ein bisschen abseits des Platzes schauen. Und dafür haben wir uns natürlich deinen Instagram-Account angeschaut. Du erzählst uns am besten so ein bisschen die Geschichte dahinter. Und wir starten mit dem ersten Bild, was so, ich nehme jetzt einfach mal an, ein bisschen deine Fußballanfänge zeigt. Wie ist denn die erste Mannschaft, die du gespielt hast? Das war beim USC Abersee, das ist so unser Dorfclub, sage ich mal. Mein Bruder hat dort gespielt, mein Papa war dort Trainer und ich bin mit, glaube ich, fünf oder so das erste Mal dort in den Verein gegangen, mit trainieren mit den Jungs und das ist echt so, meine Anfänge sind auf diesem Bild zu sehen, aber ja, denkt man irgendwie gern zurück an die Zeit, auch mit den Jungs, ich hatte echt coole Anfangszeit im Fußball. Im nächsten Instagram-Bild zeigst du so ein bisschen deine Jonglier-Skills. Können das, ich habe das Bild gesehen und gefragt, können das alle bei euch oder ist, also ist es was, was man können muss oder kannst tatsächlich nur du jonglieren, während du auch... Können schon einige Mädels hier jonglieren. Bei mir hat sich das damals irgendwie durchs Skitraining ergeben, weil da doch sehr viel Koordination gefragt ist und dann war so ein, also ich kann auch Einrad fahren, dann war Einrad fahren und jonglieren, das waren einfach so Trainingsinhalte und von daher, glaube ich, habe ich das so ein bisschen mitgenommen. Wir haben ein letztes Bild von dir. Champions League Nights are the best nights. Worauf freust du dich jetzt gegen PSG am meisten? Ich glaube, unter anderem auf dem Moment, wenn wir da in der Allianz Arena im Tunnel stehen, die Hymne kommt und wir da rausgehen dürfen und einfach auf so einer Bühne zeigen können, was in uns steckt. Und ich glaube, es werden zwei super Spiele. Paris hat enorme Qualität, wir haben enorme Qualität und von dem her freue ich mich einfach da auf zwei richtig coole Fußballabende. Ist man nervöser, wenn man weiß, dass man in der Allianz Arena aufläuft? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Schauen wir mal, wie es mir dann geht, wenn ich tatsächlich dann dort stehe und es wirklich losgeht. Aber Nervosität gehört bei mir dazu. Ich habe, glaube ich, vor jedem Spiel so ein bisschen Anspannung. Ist aber auch wichtig für mich. Und ja, ich glaube, egal ob Allianz Arena oder Campus, wir geben immer 100% und wollen das dann auch gegen Paris machen.